So, Test, Test. Hört man mich? Ich hoffe doch. Okay, Mikrofon schlägt aus. Einmal habe ich alles wieder korrekt eingestellt. So, Hallöchen. Jolea, vielen Dank auch so nochmal für dein Resub. Dankeschön. Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an unseren Hauptlurker Araschnauer für den Resub. Und Lala Lani, danke für den Follow. Dankeschön. Wie geht's euch, ihr Lieben? Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Start in die Woche. Lea, wo du gerade da bist, wie ist das Bild, wie ist die Qualität? Sehr langweilig, okay. Das ist nicht so schön. Ah, das freut mich. Ja, Lala, das Problem ist, mir hat es meine gesamten Einstellungen zerschossen. Und ich konnte nur einen Teil davon wiederherstellen. Und das heißt, den anderen Kram musste ich mir aus dem Gedächtnis irgendwie versuchen, wieder zusammenzubasteln. Ja, und entsprechend habe ich jetzt den ganzen Stuff neu eingestellt. Und ja, entsprechend war mir jetzt so oben. Hätte auch anders ausgehen können. Also es hätte auch komplett in die Hose gehen können. Dann hätte ich den Stream nochmal ausmachen müssen, Einstellungen ändern und neu starten. Also von daher... Ich habe mir eine neue Grafikkarte eingebaut und irgendwie war der Rechner der Meinung, er müsse ja eben hier die Einstellung von vielen Sachen einfach mal so... Oh, ich habe vergessen, wie es war, aber ist so eine neue Grafikkarte drin. Peter, meine Liebe, schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Und Leuchteherzen, ach, die sind ja nice. Wunderschönen guten Tag. Vergiss nie, irgendjemand ist da draußen, dem es besser geht, weil es dich gibt. Hab einen motivierenden Montag und kommt gut durch die neue Woche. Habt einen schönen Augenblick und Moment. Habt schöne Augenblicke und Momente. Man sollte auch alles lesen. Passt auf euch auf und seid achtsam, das kleine Glück versteckt sich überall. Vita, vielen, vielen lieben Dank. Du weißt, wie viel mir deine Texte bedeuten und vielen Dank, also wirklich. Freut mich, dass es dir supi geht. Das freut mich sehr. Was sie lesen, wird doch überbewertet. Ja, schon, aber ich versuche zumindest Vitas Texte immer vernünftig, vernünftig zu lesen. Nein, Lala, das ist nicht mein erster Stream. Also mein erster Stream seit einer ganzen Weile wieder, ja, aber nicht mein erster. Genau, der erste mit neuer Grafikkarte. Ja, und wie der Streamtitel wahrscheinlich schon verrät, es wird Genshin geben. Ich habe auch Genshin eingestellt, also wir werden jetzt nicht die ganze Zeit hier im Just Chatting bleiben. Wir werden gleich rüber zu Genshin gehen, aber nicht in meinen Main-Account. Ich habe mir einen neuen Account gemacht. Ja, ich war so frech und habe mir einen neuen Account gemacht, wo ich alles von Anfang an nochmal durch...
erleben werde. Wie meinst du wie, Lala? Einfach mit einer anderen E-Mail-Adresse einen neuen Account erstellen? Und schon hast du einen ganz jungfräulichen Account, den du zusätzlich spielen kannst. Ganz einfach, weil mein Main-Account, da hau ich Geld rein auch ab und zu mal. Nicht sehr viel in letzter Zeit, aber es ist schon Geld reingeflossen. Und ich kaufe mir da immer Battle Pass und Mondsegen. Und das hier wird ein komplett Free-to-Play-Account sein. Mit bestimmten Regeln, die ich möglichst einhalten werde. Diese Regeln werden auch natürlich eine gewisse Ausnahme beinhalten. Aber also ich werde zum Beispiel möglichst viele oder alle Strecken zu Fuß gehen. Und das ist eine der Regeln. Ausnahme dieser Regel ist zum Beispiel, wenn es nach Inazuma geht. Aber sobald ich auch nur einen Fuß auf Inazuma gesetzt habe, darf ich dort halt auch nur laufen, Boot fahren oder wie auch immer. Ja, Julia, ich dachte mir mal, Genshin, ich finde dieses Spiel einfach super. Deswegen habe ich hab auch mal wieder Lust, das zu streamen, also gibt's Genshin. Oh, ich starte schon mal rein und dann switchen wir. Body Dancer, Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Ja, sicher. Schwimmen zählt auch als normal laufen. Alles, was nicht teleporten ist, ist laufen. Ach ja, verpennt sonst super. Das ist schön. Also, dass es dir super geht. Zählt denn eigentlich als Workout, wenn man in Genshin nur läuft und keine Teleporter nutzt? Schwierig. Also du läufst ja nicht selber körperlich, sondern lässt den Charakter für dich laufen. Also du hast da so ein Echo drin? Ich habe ein Echo drin, ne? Reden oder wie? Das Spiel. Okay, Moment.
Schieben wir das Game mal darauf. Und schauen dann gleich noch mal, ob es immer noch echot. Jetzt ist so doppelt. Wüsste aber nicht warum. Da mal ausmache. Also es gibt ein Das Spiel liegt jetzt auf einem Slot und das wird an den Output gesendet. Hast du eine doppelte Audiospur? Nee, eigentlich nicht. Beziehungsweise ich habe eine Audiospur für den Stream und eine fürs VOD. Und bisher hat das immer einwandfrei funktioniert. Ich schaue mal eben in die Settings. Vielleicht hat sich da was verstellt, was ich vergessen habe umzuändern. Audio Track ist auf 1. Twitch VOD Track ist auf A2. Advanced Properties. Wird die korrekt eingestellt? Ah, hier könnte sich was verändert haben. Stream Mix 1, VOD 2. Nee, ist eigentlich alles richtig. Nee, ich habe es eigentlich nirgendwo doppelt drin. Ich habe es einmal, läuft das ganz normal auf eine Audiospur, also auf eine Input-Audiospur rauf. Die leitet das weiter an die beiden Output-Spuren. Die eine Output-Spur ist Stream Mix und die andere Output-Spur ist der VOD-Mix. Ich wüsste jetzt nicht, woher das kommen könnte, dass das doppelt ist. Mach mal die ganzen Sachen hier aus, die ich gar nicht bediene. Mix Sound Alerts, Mix it up, Mikrofon, Desktop Audio, Chatbox. Chatbox brauche ich eigentlich nicht, weil die macht keinen Sound. Ja, nee, keine Ahnung. Hey Miri, danke für deinen Resub. Dankeschön, meine Liebe. 6 Monate schon, krass. Ja, genau, neuer Account. Mit ein paar Regeln und Free-to-Play. Celebra, schön, dass du reinschaust. Hallöchen, mein Guter. Ja, wir haben gerade versucht herauszufinden, warum das eventuell hier irgendwie echot, das Spiel. Aber ich wüsste aktuell nicht warum. Es ist alles korrekt so eingestellt wie vorher auch und das war ja vorher nicht so.
Hallöchen, Popöchen. Wie geht's dir, Kelebra? Alles gut? Ich hoffe doch. Gute Frage. Also ich werde jetzt am Anfang erstmal nichts pullen oder so. Achso, ich werde mal wieder die Musik reinschalten. Wo ist es? Musik 1. So. Ja, mal gucken, wenn wir ganz im Spiel drin sind, vielleicht ist es dann anders. Aber wie gesagt, es war ja vorher nicht so. Aber es kann auch sein, dass mir in Windows irgendwelche Einstellungen zerschossen hat. Genau, Miri, ich wollte unbedingt einen Free-to-Play-Account anfangen. Der Free-to-Play-Account hat auch von Anfang an die Regeln oder diese eine Regel nur laufen, nicht teleporten. Außer in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel, wenn es nach Inazuma geht. Aber sobald ich in Inazuma bin, auch nur da Boot fahren oder laufen, schwimmen, sowas. Ja, komm, egal. Nennen wir den Charakter so, wie ich heiße, und dann ist auch gut. Miri, ganz einfach, weil ich das Ganze etwas schwerer mir machen will. Und ich habe nichts geändert, was das Spiel angeht, Lala. Also das muss mit dem Vorspann gerade zu tun gehabt haben. Ich weiß es nicht. AOT-Fieber. Ich liebe dieses Intro. Deswegen habe ich es reingenommen. Und was mir jetzt im Intro gerade aufgefallen ist, wo ich vorher nicht so drauf geachtet habe, habt ihr mal gesehen, welches, ich sag mal, Element Eva und Lumine nutzen? Aber Miri, dieses Intro ist einfach genial. Genau, Kelebra. Licht. Fischi, Hallöchen. Wie geht's dir, mein Guter? Also, es war keins, was man hier bisher so angetroffen hat oder allgemein gesehen hat, sondern es ist einfach so ein helles Licht, was sie nutzen. Also quasi, ne,
Element Licht. Alles im Grün, sehr schön, das freut mich. Mir geht's auch soweit gut. Ich habe nur immer noch ein bisschen mit Nachwirkungen zu kämpfen, was Corona angeht. Ich hatte ja eine richtig schöne Corona-Infektion. Aber ansonsten ist alles gut. Ja, natürlich, freischalten tue ich. Bin doch nicht doof und schalte die nicht frei. Eingeschaltet hast, ja. Minimap. Alter, so wenig Ausdauer bin ich echt nicht mehr gewohnt, ne? Natürlich. Für die... Primus, die nehme ich natürlich mit bei den Teleportern. Ja, ein bisschen schade, dass man den nicht überspringen kann, aber okay. Dankeschön. Und trinken kann ich übrigens auch nicht mehr. Mach das, Miri, mach das. Und ja, Lala, ich mag diese Musik sehr gerne. Also ich habe hier verschiedene Musik immer mal wieder laufen, aber das ist im Moment so das, was ich gerade am liebsten höre eigentlich. Ja, das ist, nennt sich Postmodern Jukebox. Die machen so verschiedene Sachen. Einmal jazzifizieren sie moderne Songs oder Pop-Songs und so. Aber eben auch so eben Musik 60er, 70er, 50er. So, ich mache jetzt Feierabend und werde mich ans Kistenpacken machen. Oh ja, Jolea, so ein Umzug ist halt nicht einfach und dauert. Leider. Ja, und die machen, also ich höre das sehr gerne einfach, weil sind halt auch verschiedene Künstler, die die Musik machen, die singen. Also gibt da ein paar, die immer mal wieder da sind, und es gibt halt auch immer wieder welche, die einfach als Gast sozusagen 2, 3, 4, 5 Songs mitmachen und dann eigentlich nie wieder dabei sind. Ja, ich werde hier das meiste skippen.
da, wo ich mir nicht sicher bin, werde ich mir die Story antun. Einfach um das eventuell wieder aufzufrischen. Aber viele Sachen werde ich, denke ich, einfach skippen. Sorry, Fuchs, aber ich habe noch nicht sehr viel im Inventar. Muss alles mitnehmen. Halt den Mund, Paimon. Ich gehe dahin, wo ich hingehen will. Mir tun die ganzen Neuspieler leid, die jetzt Sumero und Co. gar nicht machen können. So viel kann man innerhalb von 30 Tagen mit normalem Leben gar nicht aufholen. Ja, das stimmt. Es stimmt, die Sumero schon, aber Story muss man halt erstmal das entsprechende Level haben. Ja, ich schätze mal, sie haben aus Inazuma gelernt und das Level deswegen so niedrig gemacht. Ist jetzt meine Vermutung. Also ich finde es gut, dass man das nicht unbedingt sofort kann, weil ja, ist schwierig, wenn du gerade erst angefangen hast. Und ich höre ein Hiki. Hallo Sascha. Wie geht's? Wie steht's? Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich hoffe dir auch mittlerweile. Und auch wenn er auch schon eine Weile nicht mehr gestreamt hat, schaut auf jeden Fall bei Hiki vorbei. Link ist im Chat. Und lasst ihn ein Herzchen da. Ja, das stimmt. Beim Event kann man zum Glück Schnellstart machen. Jolea, soweit ich das mitbekommen habe, bekommst du sogar einen Story-Spoiler. Ja, mittlerweile geht's wieder. Das ist schön zu hören. Ich hoffe, dann sieht man dich auch mal wieder live demnächst. Erstmal das durchklicken, damit die Ausrufezeichen weggehen. Frage machen wir später.
das noch? Später. Ah ne, sollte ich dann auch irgendwas machen. Die meisten wissen ja, wann ich Geburtstag habe. Von daher, Wurstbrot. Zack. So, noch irgendwas. Charakter öffnen. So. Okay, was habt ihr sonst noch so geschrieben? Auch einfach mal wen, der meinen Account pusht mit Artefakten. Ich hasse es, irgendwelche Artefakte zu sammeln oder farmen zu gehen. Es ist so lästig, die Farmerei, das verstehe ich schon. Das geht mir ähnlich. Aber ich mache es trotzdem immer wieder, weil einfach, es ist schade, das Harz da oben so stackt zu sehen. Also einen Spoiler jetzt nicht wirklich, also alles, was ich noch nicht gemacht hatte, wurde nicht gezeigt, sondern du hast halt einfach den Auftrag vom Event machen können. Okay, irgendjemand hat mal gesagt Event-Spoiler. Deswegen, also ein Spoiler zu dem Ganzen, deswegen habe ich es gar nicht erst in Betracht gezogen. So, ich weiß es dann wohl jetzt. Naja, Julia, du bist doch auf Grisys Discord, du bist auf, weiß nicht, Fabius doch auch, oder? Ich weiß das nicht. Bei Tantchen eventuell auch. Und überall bin ich eingetragen mit meinem Geburtstag, von daher. Ja, Miri, aber nur zwei, die wichtig sind. Wieso fängst du von neu an, Smurf? Ja, genau, Smurf. Smurf, free to play. Und ich nehme die Teleporter nur mit wegen der Primus. Also man nicht verstärken, anlegen bitte nur. Ein wenig mehr Angriff ist nie verkehrt. Darf bei mir nie zuschauen, das ist immer auf 160 und die Dailies sind auch immer unfertig. Ach, bleibt so. Es ist für mich, also ich habe die Intention, möglichst das immer alles mitzunehmen. Wie du deinen Account handhabst, das ist ja deine Sache. Ja, aber es ist zufällig am selben Tag zu sehen oder früher zu wissen, ist ein Unterschied. Findest du? Naja, Jesse und ich halt. Wer auch immer Barry ist, ich kenne Barry nicht. Von daher sind für mich nur zwei wichtig.
alles gut. Ich finde das super, dass ihr das alle so macht. Raspberry Kost? Sagt mir jetzt gar nichts, Miri. Ja, also, ich sag mal so, Lala. Der zweite Count, weiß ich nicht, ob ich den so dauerhaft wirklich handhaben kann und werde. Aber zumindest den Main-Account werde ich immer versuchen, alles abzufarmen, was geht. Also Hearts weglaufen, Dailies machen. Das ist so das Minimum. Und möglichst eben auch Events mitnehmen. Hier bei dem hier ist das erstmal so... Ja, ist sowieso... anstrengender alles, weil ne, viel laufen, keine Teleporter nutzen. Und ihr werdet auch wieder meinen Main-Account wiedersehen, aber den habe ich vorhin schon alles gemacht, was ich machen wollte. Also da ist im Moment nicht viel zu machen, außer Erkunden von Sumero. Und da habe ich aktuell gerade irgendwie nicht ganz so Lust drauf. Und danke Miri fürs Trinken. Ich gieße mir mal schnell was ein und dann trinken wir. Auf euch, denkt dran, trinken ist wichtig und richtig. Nein, Jolea, Flensburger. Das ist das Plop hier, wie er so plop. Ja, Jolea, ich hab's mir von der Flensburger Seite runtergeladen. Also, es kommt auf jeden Fall von da. Lurk muss aufräumen. Okay, Miri, dann viel Erfolg beim Aufräumen. Ich weiß, es macht keinen Spaß, deswegen wünsche ich auch keinen. Das ist das typische Plop, das du in jeder Werbung hörst. Von Flensburger. Ja, halt den Schnabel bei mir. Bitteschön, Julia. Kannst es dir anhören? Ich weiß. Aber hier, bitteschön, da hast du das Plop. Dann kannst du es dir anhören. Und geh weg, du Troll. Ach nee, kannst gerne bleiben. Hab dich ja gern. Sehr gut, Julia.
Die Kisten müssen gepackt werden bis zum Umzug. Und da haben wir Ember! Was macht dein Maskottchen hier? Ist nur was zum Knabbern. Warum soll ich das jetzt so machen, bitte? Ne, etai no shirenai tabibito-san. Nani shi ni mondo e? Koitsu wa... Oh, das macht schon was aus. Achso. Keine Ahnung, erstmal anlegen. So, und was macht ihr Schönes so nebenbei? Numero erkunden oder andere Spiele spielen? Bei Golea weiß ich's ja, die ist am Kisten packen. Ich glaube, ich werde auf dem Account erstmal nur die Chars spielen, die ich so bekomme, ohne dass ich pulle. Eventuell werde ich im Standardbanner reinpullen, aber die anderen Pulls werden alle schön gespart. Dann werde ich mal gucken, dass ich Chars pulle, die ich auf meinem Main-Account nicht habe und die dann hochlevel. Oder solche, die ich wirklich nur auf dem oder solche eben nehme, die ich auf meinem anderen Account gar nicht spiele.
Da sieht man mal, kochen kann unser Traveler. Oder in dem Fall Travelerin. Omo arigato! Schön alles an Futter mitnehmen, was geht. Ja moin, Asteri, na? Wie geht's dir? Tag überstanden soweit? Nicht viel. Wie du siehst, habe ich einen neuen Account angefangen. Und Tag so weit rumgebracht jetzt, was Arbeit angeht. Jetzt wieder fit. Sehr schön, sehr schön. Weil das hier so ein kleiner Challenge-Account wird, sag ich mal. Also Free-to-Play auf jeden Fall und ich nehme die Teleporter nur mit wegen der Primus, aber es wird nicht teleportiert, außer es geht zu so Sachen wie Inazuma. Wo du ja nur so rüberkommst schnell. Einfach um das Spiel mal wieder zu erleben von vorne an. Und auch um Charaktere zu nutzen und zu pullen, die ich nicht spiele auf meinem Main-Account oder nicht habe, weil ich sie nicht pulle. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ich Zhongli vielleicht auf den pullen werde, während das Banner läuft. Aber ja, mal gucken. Weil Zhongli habe ich nicht und den wollte ich eigentlich auch nicht unbedingt mir ranholen.
Also auf meinem Main-Account wollte ich mit denen nicht ranholen. Und so habe ich mal die anderen Charaktere in Nutzung, die ich so bekomme. Und ja, wie gesagt, mal das Spiel von vorne erleben, weil etwas, das ich jetzt zum Beispiel, also das, worauf ich am Anfang gar nicht geachtet habe, ist zum Beispiel diese Anfangssequenz. Ja, also bevor das Spiel wirklich losgeht, hast du ja diesen Kampf mit Aoife und Lumine gegen diese unbekannte Göttin. Und da habe ich jetzt zum Beispiel mal wirklich mehr drauf geachtet, was da so Sache war. Und dann habe ich auch wirklich, also man sieht ja, Aoife und Lumine kämpfen da ja mit einem Element, das sie beherrschen. Und dieses Element ist etwas, das wir so von hier gar nicht kennen, ne? Also wir haben hier Pyro, Elektro und so weiter und so fort. Aber in diesem Anfangstrailer, sag ich mal, da nutzen die ja Licht. Und das finde ich so, das ist mir gar nicht aufgefallen, außer dadurch, dass es andere mal irgendwo erwähnt haben. Jetzt habe ich das mal wirklich selber gesehen, dass sie wirklich dieses Lichtelement nutzen. Und ich denke mal, ich weiß jetzt auch, warum sie eben, sag ich mal, Elemente switchen können. Ist jetzt nur meine Vermutung, aber ich vermute halt, dass sie Elemente switchen können, weil diese unbekannte Göttin ihnen dieses Lichtelement genommen hat und jetzt quasi sie leer sind und neu beschrieben werden können. Ja, ich denke mal, irgendwann wird das kommen. Die Frage ist, wann und wie das entsprechend eingeführt wird. Weil ich schätze, das Element Licht ist eher so Celestia. Und das Element Dunkelheit ist halt, ne, Orden des Abgrunds. So, das heißt, wenn wir wirklich unser Element wiederbekommen könnten, wäre das über Celestia. Und die Frage ist, wie und wann wird das eingeführt? Das wäre auf jeden Fall nice, aber da muss man dann gucken,
wann welches Element, also ich nenne sie jetzt mal unbekannte Elemente, dann wirklich ins Spiel kommen, ne? Weil erstmal haben wir jetzt Dendro bekommen. Und ja, mal schauen, was dann so als nächstes kommt. Ja, Sascha, also ich denk mal, wenn Licht kommt, wird auch Dunkelheit kommen. Na, also Orden des Untergrundes. Daher wird wahrscheinlich dann Dunkelheit herkommen. Weiß nur nicht, ob wir dieses Element dann auch nutzen können. Genau wie Licht, ob das überhaupt dann irgendwie nutzbar ist, wenn sie es einführen. Warte, Amber. Ich kenne Captain Planet, ich hab's nur nie gesehen. Zur selben Zeit lief meistens irgendwas anderes, das ich irgendwie geguckt habe. Wie sie alle erstaunt sind, dass ich einen neuen Account habe. Ja, Ludo, ich habe neu angefangen. Ich habe einen Free-to-Play-Account angefangen, der auch ein bisschen herausfordernder ist, weil ich mir hier das Ziel gesetzt habe, erstens bis auf kleine Ausnahmen nicht zu porten und zweitens die Charaktere zu nutzen und zu pullen, die ich auf meinem Main-Account nicht spiele oder ja auch gar nicht habe. Weil es gibt da ja ein paar, die sind irgendwo am Verstauben, die ich einfach nicht nutze. Und so will ich diese mal hier benutzen und pullen und alles. Und dafür werden die anderen halt verstauben. So, muss das Licht mit Liebe ersetzen. Okay, verstehe. Wie geht's dir, Lulu? Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Tag. Haben dich die Racker auf die Socken gehalten? Gern geschehen, wie wär's mit einer Belohnung? Nehmen wir mal. Ja, und ich hatte eben zum Beispiel auch schon gesagt, also das, was mir zu Anfang gar nicht so aufgefallen ist, was hier ja jetzt zu sehen war, oder nicht hier jetzt, sondern wirklich ganz zu Anfang, bevor das Spiel richtig losgeht, hast du ja den Trailer mit dem Kampf gegen die unbekannte Göttin. Da hat man dann wirklich gesehen, dass Lumine und Aether mit einem bis jetzt noch nirgendwo gesehenen Element hier in Teyvat gekämpft haben, nämlich mit dem Lichtelement. Und das finde ich halt schon sehr faszinierend. Und so erlebt man dann auch mal neue Sachen hier. Oh, das hast du dann. Das Ding. Aber sonst noch was? Nö. Und ich denke mal, ich werde hier auch gucken, dass ich eventuell den Traveler immer schön bauen werde. Aber das weiß ich noch nicht.
Ist dir aber aufgefallen, dass die das Schwert vom ersten Kampf auch gegen Danslight benutzt haben in der Cutscene? Nee, nicht wirklich. Da hatte ich jetzt nicht ganz so drauf geachtet, muss ich ehrlich zugeben. Das ist auch interessant. Also ich finde halt allgemein sehr interessant, was hier, was man so alles miterlebt, sag ich mal, ne? Und wie viel man ja eigentlich gar nicht wahrnimmt, weil es einfach so viel auch ist. Ich wollte nicht mit Paimon reden, meine Fresse. Da lässt man einmal Paimon aus dem Pokéball raus und dann nervt sie wieder. Jin,焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。あったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。 代理団長様、連れてきたぞ。お、ここまでの経緯はこんな感じだ。なるほど。モンドへようこそ。風と共に、私は代理団長のジン。こちらはリサ。騎士団の図書館司書だ。 Dieser hat schon kraftgrüne Augen. Gute Frage, das weiß ich noch nicht. Also im Moment werde ich, also ich weiß noch nicht, für wen ich pullen werde. Also es würde, glaube ich, im Moment schon Sinn machen, dass ich zum Beispiel Zhongli pulle, weil den habe ich auf dem anderen Account nicht und den werde ich mir da auch nicht holen. Deswegen, also ich könnte gucken, ob ich Zhongli bekomme. Aber grundsätzlich würde ich, denke ich, Puls sparen. Ah, guck mal, 11 Puls im Standardbanner. Weißt du was? Wir nehmen auf jeden Fall das die Neulingsgebete mit. Mal gucken, was wir da rauskriegen. Natürlich kriege ich hier eine Noelle raus. Okay, dann schauen wir mal, wenn wir die nächsten 8 Pulse zusammen haben.
Also Noelle geht auf jeden Fall wieder raus aus dem Team, weil die spiele ich ja auf einem anderen Account. Aber erstmal ist es ganz nice, jetzt noch Noelle dabei zu haben. Also die normalen Puls, also die Figuren-Banner-Puls, die werde ich mir aufsparen. Wenn irgendwelche Charaktere sind, halt, die ich habe und spiele auf meinem anderen Account. Ansonsten werde ich halt einfach gucken, dass ich die Chars mitnehme, die ich eben selber nicht habe auf dem anderen Account. Das hier macht es auf jeden Fall Sinn, auf einen Zhongli-Banner zu gehen, weil ich habe ihn nicht auf dem anderen Account, aber das habe ich ja gerade eben schon erzählt. Ich wiederhole mich. Ja, Paimon, hör auf zu nerven. Gucken, dass ich halt wirklich die Puls einfach da reinstecke, wo es gerade, also die gerade da sind, die Banner, deren Chars ich einfach noch nicht spiele, also die ich nicht spiele, nicht habe, wie auch immer. Und wie gesagt, laufen, laufen, laufen. Auch wenn ich im Moment echt wenig Ausdauer habe und somit nicht wirklich so schnell vorankomme, wie ich es gewohnt bin. Eben noch, es ist gut, dass ich im Moment Noelle im Team habe, auch wenn sie wieder rausfliegt, und dann kloppe ich auf den Stein mit Lumine rum anstatt mit Noelle. Ich würde sagen, GG, das war eine sehr gute Idee. Nicht. Ja, ich habe ja eine im Moment Anemo, das heißt, wir können einfach mal hier so zack. Aber mal einstecken alles. Wer weiß, wofür es noch gut ist. Es gibt ja auch Quests, die Löwenzahn-Samen brauchen. Es ist schon mal gut, welche dabei zu haben. So, auf zum Schmied. Thank you.
ければ。Ach, da ganz hin muss ich hin. Okay. Das kriegen wir hin. Bin aber mal im Glück. Wünsche euch noch einen schönen Stream. Danke, Lulu. Und dir einen angenehmen Tag, falls wir uns nicht mehr lesen. Ich mit Emma. Okay, sprechen wir mit Emma. Asteri. Ja, ihr habt dieselbe Farbe. Sorry, Asteri. Dann dir einen schönen Tag und falls wir uns nicht mehr lesen. Es tut mir leid. Wenn ihr dieselbe Farbe habt und ich gerade aufs Spiel fixiert bin, kann das mal passieren. Okay. Dann machen wir halt erstmal den Kram hier mit Ember. Schön für nichts. Ja, danke, ich weiß. Nervt mich doch nicht. Man diese Hilfe nicht ausschalten.起爆できると思う。風神、任せてください。
Ja, komm, lass mich. Oh, damit hätten wir den ersten Tempel geklärt. Kriegen noch eine hübsche Truhe. So, was ist hier? Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Da muss ich doch mal ganz schnell einen Lurk hinterlassen. So, und damit halt nochmal umgucken. Nicht, dass ich irgendetwas übersehen habe, aber in den Ecken ist nichts. Dann können wir raus. So, auf geht's. Dann mal zu deiner Statue oder was das für Dinger sind. Muss ich da wieder hinsetzen und ich krieg meine. Genau, da wollte ich hin. Aber 7 Ausdauer mehr. Haben oder nicht haben, würde ich sagen. Danke fürs Dazwischenquatschen.
Den Schmetterling hätte ich sonst gehabt. Okay, jetzt stelle ich mich aber nur doof an. Oh, Paimon, hör auf mit dem Gequatsche im Herz. Doch, ich bin so viel zu Palmer, Mara. Die quatscht mir zu viel. Mit ihrer nervigen Stimme. Wie geht's dir, Mara? Schön, dass du reinschaust. Naja, im Grunde hasse ich nicht sie, sondern nur ihre nervige Stimme. Das ist schon ein Unterschied. Ich bin gerade wieder an dem PC. Ja, schön. Dann viel Spaß am PC. Und wie gesagt, schön, dass du reinschaust. Freue ich mich. Wie geht's dir? Ach Quatsch, Palmer erzählt doch nicht viel, wenn sie am Puttern ist. Ja, kannst du den Mund stoppen. Du brauchst nur genug zu puttern. Müde, so einen anstrengenden Tag gehabt. Ach, die da hinten wollten was von mir. Kann man Palmon nicht als Köder beim Angeln verwenden, sonst würde ich so gern angeln in Genshin. Ja, verstehe ich voll und ganz. Aber vielleicht kann man irgendwann noch Hochsee angeln und dann brauchst du wirklich große Köder, wie Palmon einer ist. Oder in der Wüste brauchen wir plötzlich was zu essen und kochen uns Palmon. Ja, siehste, als Notreserve kann man sie auf jeden Fall auch verwenden. Ich meine, ich bezeichne sie bei jeder Gelegenheit eben als sowas. Kommen wir nicht so weit? Doch. So, fehlt nur noch einer. Wo auch immer der abgeblieben ist. 1, 2, 3. Oben war jetzt keiner. Ja.
finde es schade, dass Funko Pop Figuren den Release immer weiter verschiebt. Okay, welche Figuren hättest du denn gerne? Ist das herrlich, wieder an jeder Ecke eine Truhe zu finden. Auch wenn da Rotfleisch drin ist. Direkt nachdem sie im Livestream angekündigt sind, vorgestellt. Ursprünglich war der Release im Juli und beide verschoben. Ah, das ist ärgerlich. Sowas ist wirklich ärgerlich. Da freut man sich die ganze Zeit drauf und dann wird einem gesagt, ja, sorry, wir müssen das leider verschieben. Aus welchen Gründen auch immer, aber ja, das ist immer ärgerlich. Dazu. Ja, wie gesagt, sowas finde ich auch immer sehr ärgerlich, wenn irgendwelche Releases verschoben werden. Das muss nicht unbedingt sein, es passiert leider immer wieder. Gerade in der Zeit wie jetzt, wo alles runter und drüber läuft. Ja, das glaube ich dir. Wie gesagt, mega ärgerlich, warum auch immer verschoben worden ist. Wahrscheinlich kriege ich KR vom Ausprobieren, ne? Ja, höchstwahrscheinlich. Dich? Ach doch, wusste ich's doch. Vorhin Eva war für August vorgesetzt, der ist fast vorbei und Lumine für September. Ich sag doch, es ist einfach mega ärgerlich, vor allem wenn du nicht weißt, warum. Manchmal sind es einfach irgendwelche vorgeschobenen Gründe, ohne dass sie einem dann wirklich was sagen.
erklärt's ja nicht. Haben sie irgendwas geschrieben in einer Mail oder so, warum das nicht ist? Weil das ist immer, finde ich, das Schlimmste, wenn sie einfach nur sagen, ja, sorry, aber wir müssen das leider auch absagen oder beziehungsweise verschieben. Und dann nicht mal sagen, warum. Diese nicht vorhandene Kommunikation heutzutage geht mir echt auf den Senkel bei vielen Firmen. Die Produkte mögen noch so gut sein, aber wenn dir dann nicht mal gesagt wird, ja, sorry, aus den und den Gründen müssen wir es leider verschieben, sondern einfach nur gesagt wird, jo, wir verschieben das. Ist doch kacke. Würde ich sie nicht wirklich gerne haben wollen, dann hätte ich gesagt, storniere ich. Ja. Und genau darauf setzen sie, dass es, dass die Leute nicht stornieren. Weil sie die nämlich wirklich unbedingt haben wollen. Weil ganz davon ausgehen, dass durch die Verschiebung garantiert so 5% der Besteller oder Vorbesteller das storniert haben. Aber der Rest halt nicht, weil sie die halt unbedingt haben wollen. Und da haben wir Dillungs Auftritt. Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht mehr, wann die angekündigt waren. Muss ich ehrlich zugeben, ich habe auch keine Ahnung mehr, wann das war. Don't mind if there's gray clouds
clouds above me. I will find peace of mind, knowing you are there to love me. Wo war das hier? Nein. Ist da hier ein Moment drauf? If you wear my wedding ring, then every night I'll sing that sweet. Ja, man dürfte sich den Rest unter Nagel reißen. So. Einfach erstmal irgendwas. Wo sich da hinten hin? Okay. During the Skylab 3 second manned flight on the 23rd day of 1973. Jetzt haben wir wenigstens mal ein volles Team hier. Jetzt für betroffene Gegner. Ja. Erzähl was Neues. Das Ding. Achso, aber deswegen war ich nicht da. Ich wollte eigentlich den hier machen. Ausrufezeichen mal loswerden. Ich habe tatsächlich ein Artefakt übrig. Aber erstmal müssen die anderen, weil du gehst eh irgendwann wieder raus aus dem Team. Auf beiden nichts drauf. Ja, ja, ich werde auch erstmal so Kaya und so hier spielen. Und auch bauen. Also auf dem Account will ich vor allem solche Chars bauen, die
ich auf dem anderen Account nicht habe oder einfach nicht spiele. Okay, habe ich ganz zu Anfang zwar ein bisschen gespielt auf dem anderen Account, aber relativ schnell dann wieder aufgehört. Hast du dir, wie viele auch, eine Challenge gemacht? Also zum Beispiel Polen erst mit AR, sonst was? Nee, das tatsächlich nicht, aber die Challenge, die ich mir gesetzt habe, ist die, die man bei Tantchen für Kanalpunkte einlösen muss. Aber die mache ich hier dauerhaft, nämlich Teleporter zwar einsammeln, aber Teleporter nicht nutzen. Mit einziger Ausnahme halt, wenn es dann rüber nach Inazuma geht. Aber sobald ich auch nur einen Fuß auf Inazuma gesetzt habe, darf ich mich höchstens auf Festland wieder zurück. Also ich bin auch am Überlegen, weil Zhongli zum Beispiel habe ich nicht auf diesem, auf meinem anderen Account. Und will ihn da eigentlich auch gar nicht pullen. Ob ich ihn dann entsprechend hier jetzt versuche zu pullen. So. Weil Schaden wird's mir nicht, ist ein guter Schildschar. Also warum nicht? Kokemi wäre die perfekte Ergänzung, würdest du nie sterben wollen. Ja, das ist richtig. Und Kokemi habe ich nämlich auch nicht und habe ich eigentlich auch nicht vor zu pullen auf dem anderen Account. Ja.
und meine Standardpuls, also ich habe gesagt, ich nehme Anfängerbanner auf jeden Fall mit. Das heißt, ich habe jetzt ein 8er, also ein 10er Pull da reingepackt und werde auf jeden Fall den anderen 10er Pull, den ich da noch frei habe, auch noch da reinstecken, aber danach werde ich halt ganz normal immer in 10er Schritten im Standardbanner pullen und ja, ich werde einfach gucken, dass ich die Chars pulle, wie gesagt, die ich auf dem anderen nicht spielen will. Wasser ist alle, dann nehmen wir doch das hier. Ja, ich werde auf jeden Fall mal gucken, weil zum Beispiel Noel wird auf jeden Fall hier rausfliegen. Ember wird auch irgendwann rausfliegen aus dem Team hier. Weil beide spiele ich drüben auf dem anderen Account auch. Zwar unregelmäßig, aber spiele ich. Hier soll es halt wirklich nur um solche Chars gehen, die ich auf dem anderen Account nicht habe oder eben nicht spiele. So, das sind so quasi die Rahmenbedingungen, die ich mir für diesen Account gesetzt habe. Was ist hier? Irgendwas Besonderes? Nö. Okay. Dann machen wir das Ding jetzt mal hier. Zack. Kriegen wir jetzt Lisa als zum Ausprobieren. Ja, oh, soll halt alles so ein bisschen Challenge auch sein und mal solche Charaktere ausprobieren, die man selber nicht hat oder nicht, also und nicht spielen will auf dem Main Account. Und ich habe da jetzt relativ gut alles soweit, wie ich es gern hätte. Und ja, vielleicht noch den einen oder anderen Denrutscher mit ins Team holen, aber das war's dann auch. Ah, das macht nichts. Kommen noch andere Dendro-Chars. Ich habe mir gesagt, zu Sumeru, also ich hatte den Account schon ein bisschen vorher jetzt erstellt gehabt, aber ich habe gesagt, zu Sumeru werde ich auf jeden Fall mal gucken, dass ich den neuen Account dann entsprechend spiele. ちょっとビリビリさせないと。これはお仕置きに水に濡れた敵に対してお姉さんはすごいよ。
ここから上に上がりましょう。Kann man da eigentlich irgendwie rauf? Nö, oh, scheint auch nichts zu sein. Okay. So, was haben wir hier? Erstmal auf die hier.南風の獅子、ダンディライオン、北風の狼、ボレアス、西風、それらはトワリン、それが人々に風魔竜と呼ばれる前、四方の風、彼は初めに自身の力を燃やし尽くしてしまった分、多くモンドに立つその肉。でも、なんで守る？モンド、これを読むといい。Damit hätten wir Lisa kennengelernt?Wieder irgendwelchen Krams drin. Ich hätte eher gedacht, dass sich das alles nach und nach abspecht, ne? Und nicht so auf einmal plötzlich. Habe ich schon beim ersten Mal durchspielen gedacht. Bla bla, auf zu quatschen, Paimon. Ja, komm. Lass mich in Ruhe. Ich weiß. Könnt ihr bitte aufhören, mich mit diesen Infos vollzupacken?Ja, ich weiß es doch selber, immer noch. Meine Güte nochmal. So. Irgendwas.Also Noelle werde ich erstmal drinne behalten.
Frage, wen nehmen wir raus? Ich würde Ember erstmal rausnehmen. Und Bell. Jetzt Anemo, Elektro, Noel als Shield und Gaia. Das ist doch erstmal ganz okay. Technisch aus. Aber nur ein Standard. Ja, komm. Ja, du übernimmst das Teil. Für dich irgendwas. Ja, du kriegst die Keule. Oder? Ja, du kriegst die. Dieser hätte ich aber bestimmt auch was Besseres. Darf mal nachgucken, ob was sie überhaupt skaliert. Elektro, klar. Verteidigung. Denken. Keine Ahnung, wie soll ich sie am besten bauen? Immer, dann kriegt sie erstmal einen Elementarkunde mit diesem Elektroeffekt, das ist doch ganz nice. Auch noch mal irgendwann anderes, aber das ist erstmal gut. Bei dir, du kriegst Dev irgendwann drauf. Das verringerte Ausdauer beim Rennen, nicht stapelbar. Für jeden betroffenen Gegner ein Vorteilchen. Hält Kaya für jeden Treffer mit Kälteatem LP in Höhe 15% Angriff. Also wenn es rein um ihn geht, wäre LP natürlich nice. Bei ihr ist der gut. Eigentlich mit dir von Gegnern mit Windschwert 2% EP pro Sekunde wieder her, Abklingzeit 5 Sekunden, Angriff. Also die typischen Anemo-Dingsies, genau. Das ist natürlich auch wieder auf ATK hier. Okay. Oh, was soll ich jetzt machen? Irgendjemand im Mondstadt quatschen. Gut, ich würde aber glaube ich erstmal nochmal gucken, dass ich vielleicht die Teleporter mitnehme.
wegen der Primus. Einmal hier aufdecken. Der ist da oben, okay. Der Höhe hier. Ach, verdammt, ich vergesse immer wieder, dass ich nicht die Ausdauer habe wie auf dem ersten Account. Ich wollte ja auch nicht lange bleiben. Geht jetzt auch wieder zurück. Ach ja, mit Noelle zu kloppen macht schon Spaß. So, ja, das macht doch so langsam richtig schön Spaß hier. Whew.
これ。Ja, diese kostenlose Elementarenergie, die man hier kriegt. Aufpassen, dass man sich nicht selber erwischen lässt von so einem Blitz. Hallo? Okay, da hat das mit der Flüge nicht geklappt. Nicht wie oft. Ich glaube, ich brauche demnächst auch mal eine neue Tastatur. Ist nicht das erste Mal, dass ich den hier machen wollte und es nicht funktioniert hat. So, ich lasse euch mal die Musik an. Ich bin gleich wieder für euch da.
Da bin ich wieder und wir gehen auch gleich wieder nach Genshin rein. Das darf mal zu blinken. Ist schon nice, wenn man so die Sachen, die man so gelernt hat, von seinem Hauptaccount mitnehmen kann und dadurch viel weniger Probleme auch hier beim Start jetzt hat. Dabei, aber es wird sowieso bei dem Regen nicht niederbrennen. Aber es wird eh noch der Tag kommen, wo ich hier das mal auf 100% versuche zu ziehen. Aber das ist natürlich jetzt nicht heute. Jetzt schaue ich mir erstmal hier den ganzen Kram an und ich denke mal, in einer halben Stunde, schätze ich mal, werde ich dann aufhören. メリットだらけ。デメリットはとにかく、これは教会から新人へ送るプレゼントです。確認してくださいね。あ、gleich auf Stufe 7. Was kriegen wir denn so schönes? Emos, Wish, paar Sachen.Oh, warum nicht? Einfach mal alles hier mitnehmen. Schau doch mal, oder schon? Wir haben schon einiges, das ist echt nice. Und gleich noch eine Abenteuerstufe.
Meine Güte. So, vielleicht sollte ich noch mal durchgucken, wem ich was gebe. Alle Angriff Prozent drauf, ist ja mal nett. Gehen wir erstmal hier hin. Jetzt Glückspilz. Na gut, das ist eher nichts für uns wegen Verteidigung, aber egal. Erstmal kriegt unsere Lumi das Beste vom Besten. Und dann schauen wir weiter. Achso. Zack. Angriff. Okay. Endrofarben, Anemofarbenskelch. Ich bleib bei Angriff. Jetzt war ich beim Kelch. Wir haben einen kritischen Schaden. Da hätten wir KT. Aua. Prozent kritischer Schaden, das kann sich doch mal sehen lassen, würde ich sagen. Ehrlich. So, Lisa, du hast noch gar nichts. Du kriegst von mir, wenn ich sowas habe, EM, würde ich sagen, keine Ahnung. Okay, ich habe kein EM, mein Christ wär's. EM drauf. Aber hier. Angriff oder Angriff, ist ja eigentlich erstmal egal. Zack. Aufladerate. Anlegen, nicht verstärken, anlegen bitte. Hier irgendetwas. Hilfe für dich, Verteidigung, das passt doch. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Komm, kriegst du noch einen Verteidigungshut. Dann bist du auf jeden Fall voll auf Verteidigung getrimmt. Okay, ja, mein Guter. Wir haben jetzt auch noch ein paar andere Sachen. Du kriegst auf jeden Fall hier Angriff. AT, das ist okay. Nichts Neues für dich. Schon. Oh. Ah,
beides nichts drauf. Hauptsache erstmal ausgestattet. Also Abbruch zuerst. Kann ich die Rezepte kaufen? Na gut. Ja, wie machen wir weiter? Wir müssen mit Emma quatschen. Wir müssen alles laufen. Das ist die Challenge dieses Accounts. Steht sie auch schon. Zu Ember. Ruhe. Bewertung abgeben. Hätte ich doch vorher nicht. Thank you.
Ja, ich kann auch mal gucken, dass ich die hier hole. Kann ich zumindest mal ein bisschen mehr Sichtweite. Alles, was ich an Ressourcen mitnehmen kann, sind gute Ressourcen. Von wegen. Geh nicht weg. Und wie immer sacken wir alles, ja wirklich alles ein. Wir klettern immer höher. Mit unseren Hacken, Kletterschuhen und der Panzerplattenausrüstung. Thank you.
前って。So, bisschen mehr Sichtweite ist immer gut. Ja, gleich mal wieder hier ein paar Anemokoli abgeben und ein bisschen mehr Ausdauer dazu bekommen. Auf zur Flugprüfung. Warum auch immer die so weit weg sein muss. Pasta. Wir sind Pasta, Leute. Das sind schon ganz schöne Strecken, die man hier zurücklegen muss. Aber an jeder Ecke irgendwas zum Einsacken. Thank you.
Ich bin gleich bei dir. Dann werden wir mal zurück nach Mondstadt. Yippie! Oh mein Gott, der Hund ist so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin Ich denke mal, an Mondstadt werden wir dann für heute auch aufhören, wenn wir mit Ember, schätze ich mal, wird das dann sein, geredet haben. So. Soll ich doch nochmal eben Ember? Wo bist du? Da bist du. Wir werden schon noch irgendwann mit dem Pyrochar da vorbeikommen. Aber jetzt möchte ich zumindest das mit Ember jetzt abschließen. Ja, und dann gucke ich mal, wo es uns heute hin verschlägt. Das sollte sowieso eigentlich nur erstmal ein kleiner Test sein, sag ich mal. Oh mein Gott, der Hund ist so gut. Mira, hör auf zu nerven, meine Güte. Ich versucht sie irgendwelche offensichtlichen Sachen uns zu erklären.
Und sorry, ich kann nicht anders. Wenn ich eine Weltauftrag sehe, dann nehme ich ihn an. Aber wie gesagt, das wird heute nicht mehr gemacht. Ich werde gleich gucken, wo wir rüber können. Bisschen Kopfschmerzen kriege ich gerade, ich weiß nicht warum. Ich möchte zumindest mit Ember das hier zu Ende bekommen. Auch wenn das viel gelaufen ist.修道女たちあまりにも飛行のプロかならこのアンバ最後にも安心してちょうど旅人もいるしその会長Gut. Ich würde sagen, das war ja jetzt der Auftrag. Habe ich ja eigentlich schon. Das. Doch, das könnte ich machen. Ich will das Harz loswerden. Wäre ja schade drum. Jetzt bloß nicht schnell schwimmen, das könnte übel enden. Ich habe nämlich schon wieder vergessen, dass ich gar nicht die Ausdauer habe wie im Hauptaccount. Yippie! Okay, ja, wir haben es fast geschafft. Fast, jetzt nicht absaufen. Nur Ausdauer, gut zufällig. Und abgesoffen.
Vielleicht war das auch nicht der optimale Weg darüber. Ich probiere es jetzt nochmal. Das sollte ja näher dran sein. Also näher am Ufer. Weil er da jetzt auch noch wieder klettern muss. Ah, okay, hier können wir Ausdauer auftanken. Sehr gut. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier. Hallo Fabio und danke Dino Queen für die 108 Leute, die du hier rüber schickst. Verdammt normal. Wie soll ich denn bitte damit umgehen, Chrissy? 108 Leute. Ich streame normalerweise mit 6 und du schickst hier 108 Leute rüber. Der Shoutout jetzt funktioniert. Auf jeden Fall herzlich willkommen an euch alle. Ja, Fabio, du kriegst immer direkt einen Shoutout. Für Chrissy habe ich noch keinen vernünftigen Ton, der irgendwas, das abgespielt wird, sonst hätte sie auch direkt einen bekommen. Wie geht's euch? Wie war euer Stream noch? Guppi, Hallöchen, meine Liebe. Wen haben wir noch so? Nina, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Mishu, auch an dich ein herzliches Hallo. Und Black Soli ist da. Natürlich auch an dich ein herzliches Hallöchen. Auch Chrissy, danke. Danke, dass du hier 2 Stufe 1 Abos raushaust. Eins an den lieben Heki und eins an Nina. Dankeschön. Wie komme ich denn zu der Ehre? Und Black Soli jetzt auch noch. Ja. Okay, die Sounds zu den Dingern kommen nicht. Da muss ich noch mal gucken, warum das so ist. Okay. Ach, danke Chrissy. Du bist ein Schatz. Dankeschön. Ja, was machen wir gerade? Ah, und dann Mara haut sie auch noch gleich eins raus. Jetzt übertreib's mal nicht, Chrissy. Muss ja nicht alle mit einem Sub versorgen. Dankeschön. Ja, was machen wir hier? Ich habe einen zweiten Account angefangen. Mit ein bisschen Challenge und andere Charaktere spielen und so. Erlen 100. Und da wollte jemand den Hype Train anschieben. Jetzt geht's aber los hier. Und wer will, dass ich was trinke? Rio, okay, Moment, ich muss mir was einschenken. Aber dann wird auch was getrunken.
Ja, Fabse schiebt den Hype-Train an. Okay. Also, auf euch. Ja, Chrissy, erzähl mal, wie war der Stream noch? Ich habe ja dann selber angefangen zu streamen hier. Puppi, meine Liebe. Ein herzliches Hallo auf jeden Fall. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich hab bekomme so langsam Kopfschmerzen, deswegen bin ich auch am Überlegen, demnächst hier aufzuhören, aber ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ja, also, hab gerade die Flugprüfung gemacht. Jetzt wollte ich das Harz nochmal in die Dinger hier reinstecken, weil, wie man gesehen hat, ist das bei 160. Muss ja nicht sein. Ja, und ansonsten geht's mir, wie gesagt, gut. Kennst ja das leidige Thema bei mir im Moment mit der Corona-Nachwirkung. Also von daher reden wir nicht mehr drüber. Ist wie es ist. Dann Resub. Ab da, ja, ich seh's. Entschuldigung, Fabio. 8 Monate. Das war gerade. Ich habe nur die Zahl gesehen, 108 Peoples, die hier rüberkommen, und dachte mir so, Scheiße, was tut Chrissy mir hier an? Ja, ich weiß, wie kacke das ist. Da ist man direkt überfordert. Wir geben einfach Chrissy die Schuld und gut ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir geben Chrissy die Schuld. Fetten Raid hier rüberkommen. Ja, erzähl mal, Chrissy, was hast du noch gemacht? Ich war ja nur im Lurk gerade. Ich muss da gleich nochmal den Lurk ausmachen. Weil jetzt lurk ich mich ja selber. Story. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das muss auch sein. Eins. Zwei. Lass mich in Ruhe. Und eingesackt. Ja. Also. Ich habe jetzt hier auch halt erstmal Anfangsstory und alles gemacht und erstmal danke für die 100 Bits und die 5 verschenkten Abos. Dankeschön.
ganz viel Spaß halt mit den Konversationen des Chats etc. Ja, das macht auch immer viel Spaß, wenn die Leute aktiv dabei sind. Ich hatte ja auch jetzt am Anfang war relativ viel los, dann sind jetzt die Leute in Lurk verschwunden. Also vollkommen in Ordnung. Ich spiele das ja hier auch für mich runter, unter anderem. Ich freue mich natürlich über jeden, der sich oder jede, die sich hier beteiligt am Chat. Aber ist halt kein Muss. Ich weiß ja selber, wie es ist. Dass man nicht, dass man selber spielt. Komm. Komm. これ、風邪ひくなよ。はっ。や。え、ピーター。え、ピーター。消えるんだ。おとなしくしや。きれいにしませんと、戦場のお掃除の時間です。 Loki nehmen wir mit und dann bist du da. Hallöchen. Vielleicht sollte ich die Task doch mal ein bisschen aufstufen. So, ich muss nur eben los einkaufen. Okay, viel Erfolg. Viel Erfolg beim Einkaufen. Ich hoffe, du kriegst alles, was du haben möchtest. Ja, ich, wie gesagt, ich denke mal, bis später ist da nicht so. Ich mache jetzt auf jeden Fall hier das Harz noch laufen und dann mal schauen, ob ich überhaupt noch weitermache oder nicht. Black Phoenix, hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Ich hoffe, alles gut. Ich weiß nicht, was du meinst. Genau, Papse. Das weiß hier niemand. Aber das hier nur. Gut. Plus eins. Plus eins. Den Chars mal ein kleines bisschen Gutes. Man muss ja nicht übertreiben.
So, dann müssen wir hier gleich wieder hochklettern. Aber erstmal räumen wir hier den Verkaufsstand aus. Leg doch mehr, nimm mehr mit. Halt dich fest und dann hoch da. Das ist so ungewohnt mit so wenig Ausdauer. Normalerweise hüpfe ich überall hoch. Schön platt kloppen hier und einsacken in den Kram. Und was macht ihr Schönes? So, und das ist jetzt hier. Also, ich habe gerade gar keine Benachrichtigung bekommen. Danke für den Follow, Black Phoenix. Dankeschön. Ich sehe es gerade im Aktivitätsfeed. Hat's die Einstellung zerhauen. Deswegen wollte ich eigentlich erstmal nur einen kleinen kurzen Stream machen, aber stattdessen bin ich jetzt schon über 3 Stunden dabei. Alles einsacken, was nicht nied- und nagelfest ist. Nein, die Notiz wollte ich nicht anquatschen. Das untersucht wird, Kohl mitnehmen. Im glitzert's doch auch noch. Viel zu holen, außer vielleicht ein Schweinchen. Und noch ein Schweinchen, sehr schön. Komischer Vogelquest machen wir jetzt nicht. Ich will eigentlich nur die ganzen. Oder was heißt die ganzen? Ich nehme ich mit. Das Harz loswerden.
warum ich dieses Shoutout vorhin nicht gesehen habe. Ich habe ja eins gemacht. Naja, muss ich nachher nochmal nachgucken. Genau wie die Alert-Sounds, die sind auch alle nicht da. Oder zumindest werden sie, hört man sie nicht. Ach ja. Jetzt habe ich mich so sehr hier in Genshin verfangen, dass ich einfach immer weitermache. Kein Pyro dabei. Ja, eine wilde Truhe. So, dann geht's weiter. Hat nicht mehr gezählt, schade. Dann doch zu nah dran. Okay, bin mal off, bis bald. Okay, danke, dass du da warst, Black Sony, und hab einen wunderschönen Abend. Ja, ich bin gerade ein bisschen ruhig, weil es doch ein bisschen mehr Konzentration notwendig, wenn die Chars nicht gelevelt sind wirklich und nicht ausgestattet. Wieder einen neuen Gegner. Ich denke, nächstes Ziel ist erstmal die Leute alle auf 20 hochzuziehen. Kaputt gemacht.
So, auch noch welche, aber die kommen dann gleich dran. Was haben wir hier drin? ちょっとビリビリさせないとね。これはお仕置き。これ。 こいつはどうだ? Es geht langsam, aber stetig voran. Ich bin jetzt schon auf 20 hoch, das ist gut. Den nehmen wir auch erstmal mit hoch auf 20. Aus 660. Okay, aber bleibt nicht genug übrig. Hier mit hin? Ja. Sehr gut. Und dann war schon mal auf 20. Ich würde es ein Ticken einfacher machen. Ach, da ist noch ein Aussichtspunkt, den nehmen wir natürlich auch mit. Und dann müssen wir da irgendwie hochkommen. Versuchen wir es mal hier, in Hoffnung, dass wir auch da hochkommen. Und wir klettern und klettern und klettern. Ich hätte natürlich außen rumlaufen können. Aber das kann ja jeder. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus, würde ich sagen. Jetzt, wo wir vom Level über den Gegnern sind. こいつはどうだ?
Ja, sein Mini-Account ist anstrengend, aber macht auch entsprechend Spaß. Können wir die da hinten schon freischalten? Da ist das Schloss, ich kann da noch nicht hin. Erst ab 22. Okay. Merken, Schloss gleich noch nicht. Oh, 20. Okay. Also erstmal gut so. Bleibt dann auch erstmal die Truppe. Hoffentlich sehr an Seli. Hoffentlich bringt uns das nicht allzu weit weg. So weit weg, das ist schön. Na komm, rein da, gib mir die Ruhe. Herzlichen Dank. Mitnehmen, was geht. Immer schön Elster spielen. Außer bei solchen Dingen, die Kannchen verbietet. Das soll, da solltet ihr euch dran halten. So, wie viel Harz haben wir noch? Einmal geht noch. Klettern hier hoch.
packen auf dem Weg alles ein, was geht. Hätte dann hoch. Mal gucken, ob wir es schaffen oder nicht. Einfach mal hochklettern. Und was macht ihr Lieben gerade so? Außer hier im Lurk rumhängen. Also die Lurker müssen natürlich nicht antworten. Aber es wird mich schon interessieren, was ihr so nebenbei Feines macht. Seid ihr also Mero am Erkunden oder spielt ihr irgendwas anderes? Und wir kloppen und kloppen und kloppen. Was willst du denn? Nur den Krams hier einsammeln? Aber noch ein Brechen. Oh, das war das Harz. Sammeln wir nochmal hier alles ein. AR10 erreicht. Sehr schön. Sagen, gehen wir zurück nach Mondstadt und falsche Richtung, die Richtung. Genau, die Probeläufe könnten wir noch mitnehmen. Das ist so unglaublich. Überall rennst du an den Thron vorbei. Jetzt.
Dann switchen wir mal wieder. Du kommst wieder rein, meine Gute. War fast eine Stunde länger jetzt da, als ich es eigentlich geplant hatte. Ja, dann schaue ich mal, wo ich uns gleich weiter hinschicke. Aber vorher gucke ich nochmal, ob ich ein paar Puls machen kann. So, dann wollen wir hier auch noch für Abenteuerstufe ab. Erstmal das Reiseschwert. Dich irgendetwas anderes? Nein. Was die Ehrenwaffe, das ist gut. Mit erhöhten Hydro- oder Elektroeffekt betroffene Gegner. 12% Schaden, das ist super. Was hat nur hier noch? Achso, der Hydromagier. Errungenschaft. Elementarexperte. Und schlage ein Pyroschleim aus den Händen eines Hillichurks. Nice. Mal hier drinne. Oh, Holz. Nett. Okay, also erstmal nehmen wir den hier noch mit. Gucken. Was kriegen wir? Himmelsflügel. Steinschleuder. Schwert der Dämmerung. Steinschleuder. Starkfestes Argument. Drachenblutschwert. Das war, glaube ich, ganz nett. Als 3 Sterne. Und eine Beidou. Nice. Jetzt gerade, das war Himmelsflügelschwert, genau. Avonius, nee, eiserner Schatten. Ich habe eine Beidou bekommen, auch nicht schlecht. Werde ich hier nur nicht spielen auf dem Account, leider. So, dann hätten wir noch 6 für das Banner. Gucken, ob wir irgendwas Schönes noch aus dem Standardbanner rauskriegen. Und ansonsten werde ich mal das 2 Puls, die ich machen kann, ja, 2 Puls aktuell ins Songli Banner stecken. Die Sterne. Oh, ein Razor, den kann ich bauen. Auf jeden Fall. Den spiele ich auf einem anderen Account nicht. Ich habe einen Razor, das heißt, ich werde den Razor auf jeden Fall bauen. Wird dann, sobald ich einen Schildschar habe, wahrscheinlich dann Noel ersetzen. So. 2 Puls im Moment angespart. Schauen wir mal. Ah, Pity 0, ne? Also, ich erwarte nichts, aber hoffe aufs Beste. Nee, leider nein, leider gar nicht. Aber er ist ja noch ein paar Tage da.
Also 10 Tage noch. Vielleicht kriege ich ja noch mal irgendwas Schickes raus. Weil er wird dem Account auf jeden Fall gut tun. Auch wenn ich ihn, glaube ich, im Moment noch nicht wirklich bauen kann, aber ja. So, das heißt, wir haben Beidou und Razer neu. Razer könnte ich theoretisch ja schon mal. Nehme ich ihn schon mal auf 20 hoch. Stimmt, oder? Ach, nicht ganz. Ganz knapp nicht. So, jetzt habe ich keine Ahnung, wie baut man einen Razer. Eh nur die Sachen, die ich im Moment so finde. Der Schaden schon mal mit dabei ist ja schon mal nett, auch wenn das natürlich die Effekte jetzt erstmal nicht so interessant sind für ihn. EP. AT drauf. AT klingt doch ganz nett. Verteidigung, nee, das ist eher was für Noel. Im Moment Angriff. Das kannst du doch nehmen. Verteidigungskelch, LP. Angriff. So, also mal ein Angriff. Scheiß auf die Effekte. Und Angriff gut. Außer ich habe noch irgendetwas, das sie mehr tangiert. Nee. Okay. Damit haben wir schon mal ein bisschen Razer ausgestattet. Aber mit kann und will ich auf ihr Schild nicht verzichten. Das ist das Problem. Ich habe schon, glaube ich, eine Idee, wie ich es bauen wollen würde, das Team mit Razer als Main-DD. Ja, ich glaube, ich habe da schon eine Idee. Frage ist nur, ob ich den Zhongli bekomme. So, ich schau mal schnell. Ich mach mal den hier so, weil ich bin jetzt erstmal durch für heute. Nicht so langsam Kopfschmerzen. Ich bin jetzt über eine Stunde oder fast eine Stunde länger da, als ich eigentlich geplant hatte. Zu wen gehen wir denn? Ich gehe mal nach ganz unten in meiner Liste. Sind gerade so viele da. Wen machen wir denn mal eine Freude? Jetzt fast gesagt Asteri, aber der ist gerade in der Pause, wenn ich das richtig sehe. Selber gleich. Glaube ich mal reinhorchen. Schmeißt gerade Tower of Fantasy an.
weiß nicht, hattet ihr Bock auf Tower of Fantasy? Ansonsten, mal gucken, habe ich noch irgendjemanden, der Genshin hat gerade? Ich kann mich mal bei Fancy Eve bedanken für den Raid von vor ich weiß nicht wie lange. Das wäre doch mal eine Idee. Sie spielt auch immer noch. Dann würde ich uns zu Eevee rüberschicken. Also, wenn ihr dran denkt, gerne den Rage-Spruch. Ob mit oder ohne der Emotes. Okay, der Bot hat immer noch kein Abo. Ja. So, also ich schicke uns mal rüber zu Eve. Kopiert euch gerne den Rage-Spruch. Die Emotes hinten dran, nur wenn ihr ein Abo habt. Ansonsten auch ohne oder irgendwelche Bären-Abos, Bären-Emotes oder so, wenn ihr habt. Und ja, auf jeden Fall herzlichen Dank für alle, die dabei waren, und danke für die Gifted Subs, Chrissy und Fabio, für die Bitties und die ganzen Resubs, falls ich es noch nicht erwähnt habe, und den Raid an sich von Chrissy. Vielen Dank für die vielen Menschies, die du mir rüber geschickt hast. Danke für das Vertrauen, dass du denkst, dass ich die Leute genauso gut unterhalten kann wie du. Ich glaube das zwar nicht, aber ja, okay. Also, vielen Dank, Dankeschön, und ja, wir hören, sehen uns dann ein anderes Mal. Und ja, ich schicke uns dann mal rüber. Viel Spaß bei Eevee.